Sie torkeln, fallen hin und bewegen sich offenbar tollpatschig. Diese seltenen Aufnahmen der NASA sind echt. Sie zeigen Astronauten der Apollo-Missionen bei ihren Mondspaziergängen. Was lustig aussieht, ist in den 70ern gefährlich gewesen. Durch die Stürze hätte der Raumanzug Schaden nehmen können. Die Aufnahmen, damals wie heute, eine Sensation. Die kuriosen Bilder hat die NASA schon vor einiger Zeit veröffentlicht, doch verbreiten sich diese gerade jetzt millionenfach über die sozialen Medien. Grund dafür könnte die aktuell verschobene Mondmission Artemis sein. Die NASA will mit ihrem Artemis-Programm wieder Menschen auf dem Mond spazieren lassen, frühestens 2025. Geplante Testflüge Anfang September sind aus technischen Gründen verschoben worden.